Hier in diesem Video geht es um den leitenden Angestellten oder die leitende Angestellte natürlich, und zwar nach Betriebsverfassungsgesetz. Wann ist jemand leitender Angestellter oder wann ist jemand leitende Angestellte nach Betriebsverfassungsgesetz? Die Rechtsgrundlage ist im Wesentlichen der Paragraph 5 Absatz 3 eben jenes Betriebsverfassungsgesetzes. Und in diesem Paragraph 5 Absatz 3 sind drei Bedingungen formuliert. Einmal ist jemand leitender Angestellter nach Betriebsverfassungsgesetz, wenn er selbstständig Beschäftigte einstellen und entlassen darf. Ja, das und, schreib es mal aus, einstellen und entlassen darf, wenn er Generalvollmacht oder Prokura hat und im Wesentlichen eigenverantwortlich unternehmerische Aufgaben erfüllt. Und jetzt Achtung, diese drei Regelungen im § 5 Absatz 3 sind mit oder verknüpft. Oder. Hier steht ein und, selbstständig Beschäftigte einstellen und entlassen, aber wenn einer dieser drei Bedingungen gilt, das ist also hier § 5 Absatz 3 Nummer 1, hier gilt ein und, aber im Verhältnis zu hier Nummer 2 gilt ein oder, und im Verhältnis zu hier Nummer 3 gilt wieder ein oder. Das sind also die Regelungen. Sie sehen, das ist relativ kompliziert, einen leitenden Angestellten nach Betriebsverfassungsgesetz zu definieren. Vor allem dieses dritte, im Wesentlichen eigenverantwortlich unternehmerische Aufgaben erfüllt. Was bedeutet eigenverantwortlich unternehmerische Aufgaben erfüllen? Ja, was ist das im Einzelfall? Da müsste man mal in die Kommentierung reinschauen zum Betriebsverfassungsgesetz. Dann wird man feststellen, es gibt nicht nur eine Kommentierung, sondern mehrere. Ja, das ist also relativ kompliziert im Einzelfall festzulegen, vor allem wenn es hier um Nummer 3 geht. Nummer 1 und Nummer 2 lässt sich noch relativ leicht messen. Nummer 3, da wird es schwierig. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.